Nee, jetzt nicht auf jeden Fall. Wie komme ich jetzt weiter? Irgendeine coole Überleitung. Egal, auf jeden Fall. Scheiße, hilf mir auf jeden Fall. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es nur euch so freut oder nur mich so freut und euch überhaupt nicht tangiert. Und jetzt habe ich einen roten Faden verloren. So eine Kacke. So eine Kacke. Perfekt. Also ein Perfect Match. Ich glaube, genau, als ich angefangen hatte mit Let's Playen, mal hatte ich mir auch gedacht, okay, ich habe keine Lust, die ganze Zeit irgendwie zu lernen. Deswegen mache ich das jetzt so. Ich spreche mir die Vokabeln einfach mit aufgenommen auf. Also ich spreche die ins Mikro, während ich aufnehme. Sehr schön, Megamorph habe ich draußen, zwei Drapholes, der wird nicht allzu viel machen können diesmal. Also ich spreche mir die auf und höre sie mir immer wieder an, während ich am Computer sitze. Das hat überhaupt nicht funktioniert, aber es war mal ein Versuch wert, ne? Also sozusagen hier, ich glaube, ich habe ich das mit Latein-Vokabeln oder mit Englisch gemacht. Egal, auf jeden Fall mit irgendwelchen Vokabeln, habe mir erst Deutsch, dann Lateinisch immer wieder so gesprochen und das hat eben immer wieder abgespielt. Das hat überhaupt nicht geholfen. Würde ich keinen empfehlen, weil das lasst ihr einfach im Hintergrund düdeln, ignoriert das. So ähnlich wie ich meine Uhr ignoriere. Da fällt mir ein, die könnte man in jedem Let's Play jetzt hören. Also, ich habe so eine Uhr, die macht klack, klack, klack. Also so laut, dass wenn du schlafen willst, das lauter ist als die Autos draußen. Okay, jetzt auch näher dran, aber trotzdem, also richtig verdammt laut. Ich habe es geschafft, die zu ignorieren. Und da fällt mir ein, dass die bei jedem Let's Play wahrscheinlich mit drauf war. Die Uhr des Verderbens. Ja, also die Uhr ist auch schon ziemlich alt. Ist eine Pokémon-Uhr. Ja, stylisch, ne? Also wirklich eine Pokémon-Uhr. Die ist einfach nur genial. Und so mit Pokémon als anstatt Zeichen, also nicht, dass sie irgendwie verkrüppelt sind oder so, ganz einfach. Zum Beispiel ganz oben steht ein Pikachu, daneben, also ich guck mal kurz nach oben, daneben ein Goldini, daneben ein Mauzi, daneben ein Bisasam. Jetzt muss ich zurücklehnen, um es zu sehen. Erstmal Angriff. Jo. Also neben Bisasam kommt ein Pummeluff, danach ein Capuzzi, ein Relaxo, ein Shiggy, ein Zapdos, ein Smog. Gone, die Smogmog, Mewtwo und Glimmander, dann geht's hier mit Pikachu los. Ja, das ist meine Uhr. Und ich gucke da einmal drauf, wie spät es ist. Das ist doch auch echt stylisch. Ich habe schon wieder gleich gewonnen. Ich habe gleich zwei von drei Matches gewonnen. Also Duell, nicht Matches. Also echt schade. Du musst mal besser werden. So kann das nicht weitergehen. So, erstmal ein Sword of Rewarding Light. Zing, zing, zing. Magic of Faith. Ja, Pot of Weed kannst du gerne holen. Ich weiß, dass du dir sowas als Priester gerne reinziehst, aber naja. Okay, ich mach's auch hier im Spiel gerne, aber halt eben nicht in echt, ne? Das ist ein Unterschied. So, erstmal weg mit dir. Und 1-3. Und ich hoffe, dass das Monster, was rechts daneben liegt, auch 1-3 hat. Mindestens. Ja, sehr schön. Perfekt 0. Also doppelt perfekt sozusagen. You win. So, dann nehmen wir mal. Der Zufallsgenerator entscheidet. Ich sag irgendwann Stopp, ich habe die Augen gerade zu. Stopp. Nö. Stopp. Was soll die Scheiße? Und Stopp. Scheiß drauf, ich nehme einfach das hier. So, Graceful Charity. Jo, das ist eigentlich ganz cool. Die Karte, die ist cool. Die hier habe ich schon ein paar Mal. Ja, okay. So, Campaign. So. Ja, dann würde ich mal sagen, wir kämpfen nochmal gegen Kaiba. Wir müssen ja fünfmal gegen den gewinnen. Haben wir jetzt nach dem Duell mehr als die Hälfte geschafft. Wenn es gut läuft. Wenn nicht, dann muss ich noch ein paar Mal öfter kämpfen. Was soll das? Ich habe zwei Fallen, zwei Zauberkarten, ein Monster auf der Hand. Das ist wahrscheinlichkeitstechnisch gar nicht möglich. Also, ihr seht ja, wie das möglich ist, aber eigentlich, naja, nicht so wirklich. Okay, fangen wir an mit einem Mystical Space Typhoon. Und Ene Mene Mopel, wer frisst Popel? Die sind saftig. 3 Mark 80. Ah, ich habe den Spruch vergessen, scheiße. Dann muss ich hier enden. Und.
Es ist schlimm, wenn man eine Weile nicht mehr Fangen gespielt hat, dann kennt man diese Auszählsprüche nicht mehr. Ah, sowas. Ich konnte die noch nie auswendig, aber ich habe es mir schon ziemlich oft angehört, ja. Also beim Zählen war sozusagen immer jemand anderes dran, weil ich die Sprüche nie konnte. Enter Battleface, auf geht's. Na, dann gucken wir mal. Und Cyberchar. Yippie, yeah, Schweinebacke. Crawling Dragon, das geht super los. Yeah. Weiter geht's mit Pale Beast. Auf geht's, ab geht's. Ah, der Glen Fire Dragon. Uhuhu. Song of the Thunder und Harpyon Lady. Ja, das macht schon was her, die Armee. Und komm schon, nur Zauberkarten, nur Zauber. Ah, ein Sangan. Na okay, ein Sangan ist jetzt nicht so das Komori Dragon Verteidigungsmodus. Tja. Und der Cyberstein muss unbedingt sterben. Okay, Komori Dragon, habe ich den hier einmal drauf? Nee. Der hatte 1-2 Verteidigung, ne? Ah, scheiß drauf, ich glaube, das reicht eh überall. Also erstmal den hier weg. Der hat nur so 800. Ah, 500, ne, okay, aber lieber zu viel als zu wenig geschätzt. Dann habe ich nochmal 1-5. Die gehen auf den Komori Dragon hier. Jetzt habe ich schon. Und ganz rechts war Sangan. Genau, ganz rechts war Sangan. Der hat auch so ziemlich gar keine Verteidigung. Also 600 oder so. Und 1000 Angriff. Ha, perfekt. Und jetzt kann er sich noch ein Monster holen. Ich werde es mir auf die Hand oder direkt beschwören. Auf die Hand. Und Grind Dragon 1-6. Bitch, please. Sehr schön. Main Phase 2, End Phase. Du darfst. Mystical Space Typhoon. Von mir aus. Ha, Komori Dragon. Habe ich da nicht unten eine Fallgrube? Oder habe ich mich da jetzt vertan? Dachte ich eigentlich, dass da eine Fallgrube liegt. Deswegen habe ich bei Mirror Force und so geschmunzelt. Ach, Anti-Raikiki. Ah, sowas. Na gut, erstmal Magic Jammer verdeckt. Polymerization bringt mir momentan überhaupt nichts. Aber Sangan of the Thunder. Thunder, Thunder, Thunder. Stirbt, sterbt. Stirbt, sterbt. Ihr werdet tributet und Sangan of the Thunder ist da. Auf geht's. 2-6. Ich hasse dich. Runde beenden. Fuck that shit. Ja, 300. 300! This is Sinister Serpent! Doch mit S an. Sogar mit 2S. Mit SS sozusagen. Pale Beast 1-5. Das reicht ja erstmal aus, um den Typ ein bisschen Angst zu machen. Enter the Bad Face. Jo, ich merke schon, wie mein Schnupfen momentan langsam zurückkommt. Ich versuche es zu unterdrücken, könnte aber schwierig werden. Ich könnte es auch versuchen laufen zu lassen, aber das tropft dann vielleicht aufs Mikro. Also erst mein Mund läuft dann weiter runter und aufs Mikro und das ist dann vielleicht nicht so schön. Vergiss es, obwohl. Doch, vergiss es, bevor du jetzt noch einen blauigen weißen Drachen holst, weil du dann zwei Monster hast. Vergiss es. Hornim, weg. Tschüssi. So leicht lasse ich dich nicht dein stärkstes Monster beschwören. Das kannst du dir aber sowas von abknicken. Black Pendant, das ist schon mal cool. Ja, yeah, 500. Gut so. Ender Battle Phase. Dann geht's jetzt erstmal auf den rechten. All die rechten. Jo, auf die rechten Angriff. Nee, finde ich auch so ein bisschen doof, da ich gerade das Thema so im Kopf habe. Wir haben ja eigentlich in Deutschland Meinungsfreiheit. Bevor ich das jetzt sage und dann von irgendjemandem gesagt wird, ich bin nicht auf der rechten Schiene. Ja, fast gar nicht zu glauben. Aber ist so. Und dass ich da nicht bin. Aber man ganz ehrlich sagen, wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland. Das heißt natürlich, man darf, dass man gegen die protestieren darf, ist klar, weil Meinungsfreiheit. Das heißt aber automatisch auch, dass die protestieren dürfen. Und da sowas wie Nazis raus und sowas, das verstehe ich da nicht, weil Meinungsfreiheit und dass man die Partei der Rechten verbieten will. Das verstehe ich nicht, weil Meinungsfreiheit, eigentlich müssen die da sein.
Und letzten Endes unsere eigene Bescheuertheit, ja, das Wort gibt ab jetzt, weil ich es erfunden habe, also unsere eigene Bescheuertheit, weil, wenn wir die wählen, also, ich will jetzt nicht sagen, wenn wir die wählen, bescheuert, aber im Sinne von, jeder soll wählen, also wenn wir es so scheiße finden, sind wir selber bescheuert, wenn wir die wählen, das war jetzt darauf bezogen. Und wenn man die, wenn man toll findet, was die machen, oder was weiß ich, na dann soll man die vielleicht auch, dann kann man die doch auch wählen, ist doch in Ordnung, weil es hat eben seine eigene Meinung. Ich glaube, ich rede mich hier wieder mal bei wie bei vielen Themen Kopf und Kragen, weil der Großteil eine andere Meinung ist, aber ich finde es einfach so. Es ist so, wenn man Meinungsfreiheit hat, muss man auch Meinungsfreiheit ausüben können. Ob das nun irgendwie ist, also ich finde es in Ordnung, wenn die Typen wehtun, also wenn die irgendwas gegen die Rechte machen. Also jetzt nicht im Sinne von rechts wie meine rechte Hand, sondern im Sinne von Recht wie Gesetz. Wenn die irgendwas dagegen machen, dann auf geht's, könnt die Polizei machen, was sie will. Also, das ist auch falsch, aber dann kann die Polizei einschreiten. So ist besser formuliert. Aber solange die sich korrekt verhalten, dann lass sie doch einfach machen, was sie wollen. Also, solange wie, ne? Und was sie wollen, ist vielleicht auch ein bisschen doof, weil man sie sollte schon gucken. Muss man aber bei jedem machen, weil jeder kann potenzieller Attentäter sein. Oder irgendwas zu stören, jeder kann irgendwas machen. Das sind jetzt nicht nur die Rechten, es gibt bestimmt auch Leute, die echt voll krass konkret sind. Ja? Und bei den Rechten und halt eben einfach nur ein Teil davon, was die sagen. Oder vielleicht gerade in der Krise stecken. Also ich werde nicht sagen, dass alle, die in der Krise stecken, recht sind. Nee, sondern jetzt Beispiel Einzelner vielleicht, der da irgendwie eine schlechte Zeit durch hat und denkt, Mensch, ein paar Sachen von dem, was die da sagen, sind gar nicht so falsch. Kann ja sein, dass es da welche gibt. Und, dann sollen die das doch auch da bei denen so bleiben, ne? Solange kein anderer belästigt wird, so sage ich das einfach mal. Also, solange bei niemand anderen die eigenen Rechte angekratzt werden, ist es doch in Ordnung, was die machen. Genauso wie das gleiche Prinzip wie bei der Kirche. Wenn die ihre Kirchendudel leider machen, von mir aus, ich habe nichts dagegen, ich habe nichts gegen Kirche. Ich selber... Naja, ich stütze mich dann halt eben doch lieber auf die physikalischen Fakten anstatt auf die göttlichen. Aber es ist halt eben meine Meinung. Und dann lasse ich den anderen auch, dann glauben die eben an Gott. Aber sobald die sagen, mein Gott ist der einzig wahre, mein Gott hier, ich darf euch alle töten, weil mein Gott das gesagt hat. Na dann, los geht's, den brauchen wir hier nicht. Weil der ja dann unsere Meinungsfreiheit wieder kaputt macht, unsere eigene Freiheit, also nicht nur Meinungsfreiheit, sondern alles andere auch, und das ist ja dann gegen die unsere Rechte, also unsere Gesetze. Tausche ich das Wort einfach mal aus. Und halt eben genauso auch, ich könnte damit eigentlich auch hier die Politik und Demokratie mit den Glauben so bringen, im Sinne von, wenn jetzt Beispiel Christen eine Partei wären, die hätte tausende von Anhängern, ich weiß, aber, also die Mehrzahl ist wahrscheinlich, aber naja, jetzt so, solange die ihre eigene Meinungsfreiheit ausleben, ohne meine Freiheit zu gefährden, so steht es ja glaube ich auch irgendwie im Gesetzbuch, ist das ja komplett in Ordnung, finde ich. Da ist es auch scheißegal, was ich denke, also was ich über das denke, was die machen, solange die bei sich bleiben. Also, mich hier nicht aufschwatzen wollen, was sie sagen, sondern mich selber darüber nachdenken lassen, ob das nun in Ordnung ist, was die da tun oder nicht. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht selber mit diesen Reden da getötet. Also, dass morgen halt, nee, ich habe noch sozusagen, warte, der erste Part davon kommt heute hoch, der nächste Part kommt in 2 Tagen. Ich hoffe, dass dann nicht in 5 Tagen irgendjemand vor meiner Tür steht und mich dann umbringen will, wegen dem, was ich hier gesagt habe. Hoffe ich einfach mal, dass das nicht so passiert. Aber ist halt eben meine eigene Meinung. So, fuck. Jetzt geht's los. Jetzt wird's richtig hart hier im Spiel. Puh, genau, und das ist diese miese Combo, die Seto Kaiba drauf hat. Oh, und noch ein Reikiki. Oh, ja. Oh, super. Na klar. Na, das ist supi. Was anderes habe ich gar nicht von dem erwartet, dass er gleich mal noch ein Rengeki spielt. Und mir jetzt 5200 Schadenspunkte macht. Boah, Alter, ey. Das Duell könnte ziemlich schnell vorbei sein. Megamorph. Das
bringt mir bei dem Typen auch nichts. Obwohl, ich komme, mit dem hier könnte ich es schaffen. Aber ich kann ja nur den hier rufen. Ich könnte ihn damit eine Runde aufhalten. Fakt ist, wenn ich jetzt nichts mache, bin ich tot. Fakt ist auch, wenn ich den jetzt damit ausrüste, bin ich übernächste Runde tot. Alter, Herz der Karten, ich gebe dir jetzt eine Runde, mir zu helfen. Bitte nutze die auch. Ah, warte, nein! Alter, ich gewinne! Alter, die Möglichkeit habe ich noch gar nicht gesehen. Auf geht's, Megamorph! Der Retter in der Not! Megamorph! Fuck yeah! 3-5 gegen. Nein! 200 Punkte! 200 Mikropunkte! So, egal. 3-5, auf geht's. Wir machen dem jetzt ordentlich Schaden. 2-8. Hat er noch 200, ist schon mal ein Anfang. Damit habe ich nur noch 1, 2, 5. Bin tot. Aber ich habe es wenigstens probiert, ne? Bleiben wir mal dabei. Kann ich hier noch irgendwie sonst was machen? Kann ich das hier vielleicht wieder zerstören? Nein, es wird ein Unentschieden. Der kriegt auf 500 Punkte Schaden. Wegen Black Pendant. Ah, man muss halt eben doch alles mit dem Blickwinkel haben. Denn der kommt erstmal weg. Tschüss, Sangan. So, jetzt kann er noch irgendwas machen, weil Sangha-Effekt, ne? So, Battle Phase, das wird ein Unentschieden, weil der macht mir jetzt scheiße viel Schaden und zwar 3, 2, 5. Damit verliere ich so viel. Alter, Black Pendant aktiviert sich noch. Hallo, du musst das noch mit aktivieren. Das ist Unentschieden, verdammt nochmal. Boah, scheiß Spiel, ey. Also, in dem Moment, weil eigentlich ich ja nicht tot, sondern Black Pendant aktiviert. Und dann wäre es nämlich unentschieden. Ich meine, wieso schreiben die ja unentschieden hin, wenn man es dadurch nicht mehr erreichen kann? Ah, oh, jetzt kotzt mich jetzt wirklich an. Ja, komm, zieh deine Karten, jetzt kriegst du eine Abreibung, die sich in 3 Jahren noch gewaschen hat. Alter Schwede. Trap Hole. Verdeckt. Seventh of the Bandit. Dorthin. Pot of Wheat. Auf geht's. Ich brauche jetzt ein bisschen was. Ah. Ja, sehr schön. Bringt mir zwar überhaupt nichts, aber erstmal sehr schön sagen. So, Mystic Space Typhoon. Bam, bam, buff. Weg damit. So, es war eine Falle. Es war eine Mirror Force. Das ist schon mal schön. So, Horny Imp. Auf geht's. Und leider Battlefield hier jetzt einfach mal angreifen. Bin jetzt Akro. Bin jetzt so ein Akro-Futze. Ey, du kommst nicht rein. Das ist mein Gebiet. Raus da. Sehr schön. Da ich gerade das so gemacht habe, fällt mir noch ein schöner, okay, ich gebe zu, rassistischer Witz ein. Fick dich, Kaiba Seto. Oder Seto Kaiba von mir aus. Oh, und Change of Heart. Ja, mal, ist klar, ist klar. Darf ich schon wieder meinen Todesantrag stellen? Okay, erstmal der Witz, um die Stimmung ein bisschen zu lockern. Ich glaube, es war ein Italiener, spricht, ja, ein Italiener spricht mit einem Türken. Jetzt muss ich den Witz erstmal zusammenkriegen. Also, er kommt zu einer Bar, also zu einer Disco. Magic Jammer bringt mir auch nichts. Oh, fuck that shit. Verteidigungsposition. Vielleicht tötet es wahrscheinlich nicht aus, aber es soll's. Also kommt zu einer Bar, dort tischt der Türke. Ey, du kommst eine 3. Sagt der, hier Italiener. Das ist das erste Problem der Türken. Ihr seid einfach viel zu aggressiv. So, dann ist er drin. Weiter kommt der Türke wieder zurück. Diesmal mit Freunden. Ey, was guckst du? Sagt der Italiener. Das ist euer zweites Problem. Ihr könnt nichts alleine regeln. So, nach einer Weile geht der. Ich bin sowas von tot. Geht der Italiener wieder nach draußen und sieht da eine Horde von Türken. Alle mit einem Messer bewaffnet. Und der eine, den er einfach gesehen hat, so: Hey, was machst du jetzt? Und der Italiener sagt: Das ist euer drittes Problem.
Er kommt mit einem Messer zu einer Schießerei. So. Oh, ich habe noch 100 Lebenspunkte. My fucking goodness. Alter, ich brauche irgendwas, was jetzt dem ZOK über 3000 Punkte abzieht. Komm schon, Herr Zerkart. Komm schon. Komm schon. Komm schon.